komm nicht mit dieser moralischen, intellektuellen Erpressung und sag, sonst profitiert das rechte Rand. Nein, das rechte Rand profitiert davon, wenn wir diese Misere aufrechterhalten. Willkommen bei Ach gut, Pogo, dem Bewegtbild der Achse des Guten. Im vierten und letzten Teil unserer kleinen Serie mit Hamed Abdel-Samad zu seinem Buch Integration, Protokoll eines Scheiterns, geht es um die Frage, was man denn in dieser verfahrenen Lage nun tun kann und muss. In dem Buch gibt es ganz konkrete Antworten. Das Problem ist nur, dass die meisten politischen Verantwortungsträger von diesen Lösungsansätzen nichts wissen wollen. Es geht nicht nur um Muslime, die sich nicht integrieren wollen, sondern es geht auch um Politiker, die die alten Strukturen aufrechterhalten wollen und alles irgendwie so am Laufen lassen wollen. Erstens muss der Staat sein Gewaltmonopol in den Migrantenvierteln zurückholen. Das ist das A und O, bevor wir über irgendwas verhandeln. Von den Islamisten, von den arabischen Großfamilien, diese Strukturen müssen mit aller Vehemenz zerschlagen werden, wie Giuliani das mit Mafia-Familien in New York gemacht hat. Er hatte 5 Mafia-Familien zerschlagen und hat aus New York wieder eine gesunde Weltstadt gemacht. Berlin und die Parallelgesellschaft. Arabische Clans dominieren Teile der Hauptstadt. Er ist mein Cousin, sein Vater ist der Bruder von meinem Vater und ist gleichzeitig der Mann von meiner Schwester, also mein Schwager. Kriminelle Clans sind nicht nur für spektakuläre Überfälle verantwortlich. Familien, die wie kleine Armeen auftreten. Man schwört auf die Macht der von Männern dominierten Großfamilien. Die Polizei oft ohnmächtig, die Integration oft gescheitert. Schuld haben natürlich immer die anderen. Zweitens muss auch das Erkenntnis da sein, dass die Justiz ihre Laschheit aufgibt und natürlich mit Stellen und Ressourcen auch ausgestattet werden, um mit diesen enormen Aufgaben zurechtzufinden. Aber die Justiz war ohnehin belastet. Dann kam die Flüchtlingskrise mit diesen 100.000 Verfahren noch dazu, ohne dass tatsächlich eine große Veränderung getan hatte. Wir investieren 22 Milliarden Euro jährlich nur um Flüchtlinge, die in den letzten 2-3 Jahren gekommen sind, nicht alle Flüchtlinge, zu versorgen. Das ist alles. Aber wir haben kein paar Milliarden für das Justizsystem, wir haben kein paar Milliarden für das Bildungssystem, sich auf diese Aufgaben überhaupt sich einzurichten. Da sind wir so geizig. Und das ist eigentlich, ich verstehe das nicht. Ich meine, man sieht ja, dass die Justiz belastet ist, die Polizei belastet ist, dass die Schulen sehr, sehr belastet sind. Warum kann der Staat nicht für diese Bereiche einfach diese Gelder, aber auch die Strukturen und auch die Gesetze bereitstellen, damit sie dann effizienter arbeiten? Nebenan bekommen Kinder aus den Flüchtlingsheimen und der Gemeinde zusammen Koranunterricht. Die Lehrerin lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Vermittelt sie den Kindern die Werte einer offenen Gesellschaft? Dürfen die Mädchen mit den Jungs zusammenschwimmen? Nein, das ist nicht. Nein, das Nein. geht nicht. Warum? Weil die kleinen Mädchen, 5 Jahre, 6 Jahre, das ist besser. Ja? Okay. Das ist kein Problem. Aber Großmädchen mit Jungs, das darf nicht, weil im Koran muss die Kopftuch anziehen und auch die lange Kleid und so. Ja? Ja. Und das ist, geht nicht, auch schwimmen zusammen. Stichwort Schulen. Das Bildungssystem in Deutschland war nicht darauf eingerichtet, Integrationsarbeit zu leisten. Das ist auch im Grunde nicht in erster Linie Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer. Aber viele Lehrerinnen und Lehrer sind jetzt auch mit den Integrationsdefiziten ihrer Schüler auch überfordert. Deshalb tun wir das nicht nur den Schülern zuliebe, sondern auch den Lehrerinnen und Lehrern zuliebe, die extrem überfordert sind. Die wissen nicht, wie sie mit denen diskutieren können. Die nicht mit Respekt behandelt werden. Und dann kommt der Staat und sagt, ich habe dafür eine tolle Lösung.
wir holen eine Lehrerin mit Kopftuch, damit sie ja als Tante für die Kinder irgendwie so oder große Schwester moralisch, keusch. Und das ist natürlich eigentlich ein Kniefall vor dem Patriarchat. Skandal um die Verstrickung von kriminellen arabischen Großfamilien in der Berliner Polizeiakademie zieht weitere Kreise. Landesregierung und Polizeiführung in Berlin haben am Mittwoch erneut Vorwürfe zurückgewiesen, wonach viele Polizeianwärter nicht tauglich seien und teilweise unhaltbare Zustände an der Polizeiakademie herrschten. Demnach hätten Polizeischüler mit Migrationshintergrund mangelnde Deutschkenntnisse, generell herrsche mangelnder Berufsethos und einige Polizeischüler seien mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die Opposition hatte in Senator Geisel zum Handeln aufgefordert. Er müsse auch die Gefahr einer Unterwanderung der Polizei aus arabischen Großfamilien ernst nehmen, hieß es. Das Gleiche tun wir mit den Polizisten aus arabischen Familien und türkischen Familien. Ich habe absolut nichts dagegen, dass natürlich auch alle Menschen, die hier leben, auch Polizisten werden können. Aber allein aus diesem Motiv, sie zu engagieren, weil sonst der deutsche Polizist in Neukölln oder in Ehrenfeld nicht so recht findet und ich dann noch einen arabischen oder einen türkischen und noch dazu einen islamischen Hintergrund brauche, damit diese Autorität, das ist Selbstaufgabe der staatlichen Autorität. Und das sind Sachen, die aufhören müssen. Und da muss man umdenken. Und das können wir nicht machen, wenn die Politik das verneint und wenn die Medien immer jeder, der das fordert, immer in einen rechten Eck stellt. Die Schulen müssen Orte sein, wo nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch wo die Freiheit vermittelt, ausgelebt und aufgeatmet werden kann. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass unser Bildungssystem, dass Menschen, die Produkte unseres Bildungssystems sind, Erdogan und sein System attraktiver finden als die Freiheit und das System, wo sie hier leben. Also allein, wenn ich die Flagge sehe und die kleinen Kinder in diesem Uniform, das bringt mir einfach ein Lächeln ins Gesicht. Ich als Türke, wenn ich ins Krieg ziehe und da auch sterbe, dann sterbe ich nicht. Also ich lebe immer noch und so steht das auch im Koran. Im Islam ist es doch sehr wichtig, dass man sein Volk unterstützt und immer also auch, wie soll ich sagen, dass man halt stolz ist auf sein Land. Wenn Erdogan sagen würde, komm, dann würde ich sofort mitgehen. Also ich würde mein Leben für mein Land geben. Es spielt keine Rolle für mich. Mein Leben ist nicht so wert wie meine Flagge. Ich werde fast bei jedem Interview mit diesem Vorwurf erstmal konfrontiert. Haben Sie nicht Angst, Applaus von der falschen Seite zu bekommen? Erstens, Sie haben sich entschieden, wir haben nur eine falsche Seite. Ja? Es gibt aber in dieser Gesellschaft wahnsinnig viele falsche Seiten. Also Islamisten, Salafisten, Islamverbände, Linksgrüne, die auch diese Leute auch unterstützen und helfen und von einem Multikulti irgendwas Traum immer noch an so einen Traum glauben. Menschen, die Debatte immer hemmen. Das ist alles falsche Seite. Und wenn ich etwas schreibe, wo ich die Misere analysiere, mit Fakten und Zahlen und Statistiken, die wir alle kennen oder mindestens kennen sollen. Und wenn man eigentlich sagt, im Grunde hast du recht, und dann kommt trotzdem danach diese Frage, hast du nicht Angst, Applaus von der falschen Seite, oder es klingt ja nach AfD. Okay, ich schreibe ja solche Thesen nicht seit gestern. Schon vor der AfD habe ich ähnliche Warnungen auch an die Gesellschaft gerichtet, habe ich ähnliche Thesen verbreitet. Die Tatsache, dass die Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft sich geweigert hatte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich mit diesen, auf diese Warnung irgendwie zu reagieren, dann war die AfD eine natürliche Folge. Wenn jemand sagt, Islam und Demokratie sind miteinander nicht vereinbar, ist es
eigentlich grundsätzlich nicht falsch. Der Islam hat viele Probleme mit der Demokratie. Man muss aber unterscheiden zwischen dem Islam als einer Religion, einer politischen Ideologie. Stopp, Entschuldigung, bei dem Punkt muss ich bleiben. Ja. Sie haben ja gerade eben das gesagt, eigentlich, was die AfD auch gesagt hat. Also Sie bestätigen das. Ja, wo liegt das Problem? Wenn die AfD auch sagen würde, die Sonne scheint heute, dann würde ich nicht widersprechen. Und das ist das Problem der Parteien der Mitte, dass sie erstmal alles, was die AfD sagt, erstmal widersprechen müssen. Und das muss nicht sein. Man muss sich von diesem Zwang befreien. Ich bin verantwortlich für das, was ich schreibe. Ist es richtig oder nicht? Ist es im Rahmen des Humanismus legitim oder nicht? Ist es im Namen der Demokratie legitim oder nicht, dass ich solche Thesen verbreite? Komm nicht mit dieser moralischen, intellektuellen Erpressung und sag, sonst profitiert das rechte Rand. Nein, das rechte Rand profitiert davon, wenn wir diese Misere aufrechterhalten und wir keine Lösung dafür finden. Das rechte Rand oder der rechte Rand profitiert davon, wenn die Mitte der Gesellschaft sich aus der Debatte zurückzieht und nur mit moralischer Empörung auf Kritiker reagiert. Diese Nazi-Keule, dieser Rechtspopulismus-Keule zieht bei mir nicht mehr. Ich akzeptiere sie nicht. Jeder, der das sagt, ist nicht imstande, mit mir zu argumentieren. Und deshalb nehme ich auch diesen Vorwurf nicht mehr ernst. Das war diese Ausgabe von Ach gut Pogo. Ich hoffe, wir sehen uns an dieser Stelle bald wieder. Am besten, Sie abonnieren unseren YouTube-Kanal. Und Förderer sind uns natürlich jederzeit willkommen.